Jahr oder seit einem guten Jahr amtierende Präsident Kai Bernstein, der dann zusammen mit Benny Weber als Nachfolger von Freddy Bobic so die Geschicke leiten soll. Zudem hat man sich dann in der Saison von Sandro Schwarz getrennt und zum mittlerweile dritten Mal seit April diesen Jahres ist Pal Dardai wieder mit an Bord, der ewige Pal Dardai. Also diese drei Personalien sollen jetzt da neben der finanziellen Situation wahrscheinlich dann auch irgendwie die sportlichen Geschicke leiten. Du kannst dir gerne aussuchen, mit welcher Person von den dreien du anfangen möchtest. Bitte links halten. Du kannst ja auch anhand ihnen so ein bisschen diesen mittlerweile angesprochenen Berliner Weg skizzieren. Kai Bernstein hat es vor allem mit einem Miteinander, einer Sanierung und Konsolidierung umschrieben. Und es geht ja beim Berliner Weg vor allem auch dann um die Jugendförderung. Ja, da stand ich ja längere Zeit oder stand eigentlich immer schon für eine sehr gute Jugendarbeit. Da will man irgendwie wieder hin zurück und nicht eben dieses, du hast es angesprochen, 100 Millionen in dann sportlich doch nicht erfolgreiche Beine in dem Fall investieren. Das ist ein sehr langer Monolog zu einer Frage, aber du kannst ja mal gucken, wie du es nach und nach einordnen möchtest. Genau, ich würde, denke ich, einfach mal ganz oben anfangen sozusagen, also bei unserem Präsidenten, bei Kai Bernstein. Weiß nicht, du hast es ja auch schon gesagt und ich glaube, mittlerweile hat es auch jeder schon so häufig gehört, dass er es nicht mehr hören kann, der erste Ultra-Präsident Deutschlands, also ehemaliger Vorsänger der Ostkurve und Mitbegründer von, ich muss gestehen, ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, welcher Ultra-Vereinigung. Harlekins, glaube ich. Der Harlekins, ja, ich glaube auch, genau, also einer unserer Berliner Ultra-Vereinigungen mit sozusagen großer, aktiver Kurvenvergangenheit, der jetzt genau seit einem ziemlich genauen Jahr im Amt ist. Ich muss gestehen, ich war damals skeptisch. Ich glaube, das ist angemessen, wenn so jemand von, ich sag mal, zumindest für die Führungsebene doch irgendwie komplett von extern reinkommt, was sicherlich einerseits irgendwie gut ist, für mal einen neuen Blickwinkel zu kriegen und auch so den vorherrschenden Klüngel aufzulösen, aber natürlich auch heißt, derjenige hat intern natürlich irgendwie keinerlei Vorwissen, weil wie soll er das haben? Und sozusagen so jemanden dann gleich für die Mammutaufgaben, die es ja auch schon vor einem Jahr waren, als noch nicht so klar war, wie schlimm es finanziell wirklich steht. Auch da war es ja trotzdem schon eine Mammut.